Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Um Dieselabgas, um Fahrverbote, Nachrüstung und Grenzwerte, da wird nicht nur in der Politik heftig gestritten. In die Debatte um Sinn und Angemessenheit von Stickstoffdioxid-Grenzwerten, da hatten sich ja im Januar auch Lungenärzte beispielsweise eingeschaltet. Mehr als 100 Lungenärzte haben eine Stellungnahme geschrieben. Sie sehen keine wissenschaftliche Begründung, die die geltenden Obergrenzen für Feinstaub und Stickstoffdioxide rechtfertigen würden. Die Diskussion um Grenzwerte, die ging dann noch mal richtig heftig los. Auf diese Stellungnahme der Ärzte, da reagiert nun beispielsweise auch hier die AfD im Bundestag mit einem Antrag ihrer Fraktion, der jetzt Grundlage dieser Debatte ist. Und Marc Bernhard wird ihn vorstellen für die AfD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, 40, 60 oder 950 Mikrogramm. Was ist denn nun der gesundheitlich relevante Grenzwert? Wann ist meine Gesundheit denn nun wirklich gefährdet? An der Kreuzung bin ich angeblich schon bei 40 Mikrogramm gefährdet, auch wenn ich mich dort nur wenige Minuten am Tag aufhalte. Wenn ich dann zu Hause bin und die Wohnungstür hinter mir zumache, aber erst bei 60 Mikrogramm, und das, obwohl sich die Menschen den größten Teil der Zeit drinnen aufhalten. In Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen, also genau dort, wo sich die Risikogruppen Kinder, ältere Menschen und Asthmatiker besonders lange aufenthalten, gilt also ein 50% höherer Grenzwert als an der Straßenkreuzung. Das versteht kein Mensch. Und wenn ich dann, wie 45 Millionen Menschen in unserem Land, jeden Tag zur Arbeit gehe, bin ich angeblich sogar erst ab 950 Mikrogramm, also dem 24-fachen, gefährdet. Und das, obwohl ich dort 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, 45 Jahre, ein ganzes Arbeitsleben lang bin. Das versteht dann wirklich kein Mensch mehr. Und wenn ich nach der Arbeit schön bei Kerzenschein zum Abendessen im Restaurant meine mit Gasherd gekochten Spaghetti Carbonara genieße und dabei Tausenden von Mikrogramm Stickstoffdioxid ausgesetzt bin, dann ist das alles kein Problem. Kein Problem. Ganz offensichtlich ist es immer nur dann problematisch, wenn man den Grenzwert dazu missbrauchen kann, den Menschen ihr Auto und damit ihre Freiheit wegzunehmen. Jeder, der noch ein bisschen gesunden Menschenverstand besitzt, kann selbst nachvollziehen, wie absurd die Argumente der Umwelthysteriker sind. Über 100 führende Lungenfachärzte und klinische Forscher protestieren gegen diesen Unsinn. Und warum tun sie das? Weil es keine wissenschaftlich ernstzunehmende Begründung für den Grenzwert von 40 Mikrogramm gibt. Alle klinischen Studien der WHO, den Grenzwert zu bestätigen, sind krachend gescheitert. Krachend gescheitert. Wir fordern daher mit unserem Antrag endlich die sofortige, erstmalige wissenschaftliche Überprüfung des Grenzwerts. Denn die Menschen da draußen haben ein Recht darauf, vor diesem ideologischen Wahnsinn geschützt zu werden. Selbst in Kalifornien mit den strengsten Umweltvorschriften der Welt gelten 100 Mikrogramm, also das 2,5-fache wie in Deutschland. Und die USA-Umweltbehörde hat diesen Grenzwert 2018 noch mal ausdrücklich bestätigt, da dieser so wörtlich einen angemessenen Schutz der öffentlichen Gesundheit gewährleistet und uns insbesondere eine ausreichende Sicherheitsmarge, gerade auch für ältere Personen, Kinder und Menschen mit Asthma, berücksichtigt. Und so langsam scheint sich der Protest der Menschen gegen diesen Grenzwertwahnsinn ja auch auf die ersten Politiker anderer Parteien auszuwirken. Der grüne Oberbürgermeister Palmer hält sogar ein Verbot von Coca-Cola für sinnvoller als Dieselfahrverbote. Und selbst Verkehrsminister Scheuer fordert nun endlich auch eine Überprüfung des Grenzwertes. Recht haben Sie, denn Frau Merkel hat 1998 den völlig aus der Luft gegriffenen Grenzwert mitbeschlossen und 20 Jahre nichts unternommen,
diesen wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Seit einem Jahr sind die Menschen konkret von Fahrverboten bedroht. Und seit einem Jahr reden wir jetzt hier im Bundestag in unzähligen Debatten ohne jegliches Ergebnis dazu. Die AfD hat im Bundestag mehrfach beantragt, den Grenzwert erstmals wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Unsere Anträge wurden durch alle anderen Fraktionen hier in diesem Haus abgelehnt. Hätten Sie unserem Antrag vor einem Jahr zugestimmt, hätten wir heute schon die Ergebnisse der wissenschaftlichen Überprüfung und in Stuttgart und anderswo könnten Fahrverbote vermieden werden. Allein in Stuttgart sind 72.000 Menschen mit ihren Familien von einem Fahrverbot betroffen. Hören Sie endlich auf, die Menschen auf Grundlage eines völlig willkürlichen Grenzwerts zu gängeln und den Sie zu nichts anderem nutzen, als Millionen von Dieselbesitzern kalt zu enteignen, indem sie ihnen das Auto und damit ihre Freiheit wegnehmen. Wir fordern, dass der Grenzwert endlich erstmalig wissenschaftlich überprüft wird und dass es bis zum Vorliegen dieser Ergebnisse zu keinen Fahrverboten kommen darf. Und die Debatte ist eröffnet hier von Marc Bernhard von der AfD. Und jetzt haben wir als nächsten Redner in der Aussprache zu diesem Antrag der AfD-Fraktion Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben vor einer Woche, in der letzten Sitzungswoche, uns intensiv über die erste Lesung im Rahmen der ersten Lesung des BImSchG-Gesetzes und seiner Änderung über die sachlichen Zusammenhänge zwischen Emissionen und den Maßnahmen, zwischen Emissionsgrenzen und ihrer Erreichung und den Maßnahmen, die wir dafür ergreifen, unterhalten. Ich stelle aber fest, dass die Kollegen aus der AfD-Fraktion offensichtlich überhaupt keine Erinnerung daran haben. Denn alles das, was Herr Bernhard eben hier vorgetragen hat, von dem er glaubt, dass kein Mensch versteht, diese Gleichsetzung von allen Menschen mit den AfD-Kollegen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe anderer Menschen, die auch andere Auffassungen haben, und zwar gut begründete Auffassungen haben. Ich will nicht alles wiederholen, was wir in der letzten Sitzungswoche diskutiert haben. So viel Zeit haben wir nicht. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, wirklich mal einen genauen Blick auf den Antrag der AfD zu werfen. Da geht es in den ersten drei Punkten, und das war ja auch das Hauptthema von Herrn Bernhard eben, darum, dass die Grenzwerte nicht stimmen und die Schlussfolgerungen deswegen auch nicht richtig sind. Und dann sagt er, erster Punkt, er fordert eine erstmalige Untersuchung durch unabhängige Wissenschaftler. Was für ein Witz. Und weil er nämlich zum Schluss sagt, aufgrund dieser Untersuchung sei er sich sicher, es gäbe keine Fahrverbote, weil dabei nur rauskommen kann, die Grenzwerte sind Quatsch. Ja, das ist die Schlussfolgerung, die Sie gezeigt haben. Und deswegen frage ich mich, was für eine Vorstellung Sie von unabhängigen Wissenschaftlern haben. Alle, die sich in dieser Frage bisher geäußert haben, von den verschiedensten Institutionen, und es sind einige hundert solcher Studien, die teilweise die kleinere oder größere Aspekte untersuchen, sind von Wissenschaftlern gemacht worden, denen man die Unabhängigkeit nicht absprechen kann. Das müssten Sie im Einzelfall dann vielleicht mal belegen, wenn Sie meinen, die seien nicht unabhängig. Und von erstmalig kann schon überhaupt keine Rede sein, denn die erstmaligen Untersuchungen, es gibt Untersuchungen seit Jahren in größerem Umfang, es gibt sie in den USA seit den 30er Jahren, und die Grenzwerte, auf denen der Beschluss der EU beruht, sind auch schon zahlreich, und sie sind auch spätestens 2008 noch einmal überprüft worden, was ihre Wirkung angeht, weil man damals diesen Wert von 40 Mikrogramm als Durchschnittswert festgelegt hat. Und dann kommen Sie mit den Beispielen von Kerzen und Ähnlichem mehr. Sie verstehen immer noch nicht, dass es einen Unterschied zwischen einer Spitzenbelastung kurzzeitiger Art und einer Dauerbelastung, die niedriger ist, für die wir einen Durchschnittswert haben, weil es sich dabei um einen Vorsorgewert handelt, der auch für empfindliche Bevölkerungsgruppen gilt und nicht, wie Sie gesagt haben, dann für jemanden, der in der Küche ein Gasherd anmacht und kocht. Wir haben auch bei den Emissionsgrenzwerten auf der Straße Spitzenwerte von 200 Mikrogramm, die zulässig sind. Aber die Dauerbelastung wird mit diesen 40 Gramm festgelegt. Und wir haben überhaupt nichts dagegen, dass diese Diskussion noch einmal kritisch geführt wird. Nicht, weil wir glauben, dass da was völlig anderes dabei rauskommt, sondern weil es wichtig ist,
dass Maßnahmen, die wir mit viel Geld unterlegen, eine Begründung brauchen, die valide ist und die belastbar ist. Herr Müller, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Bernhard? Ja, bitteschön. Dankeschön, Herr Möhring. Ich habe mal eine Frage, und zwar, Sie sagen, reden jetzt immer von der Dauerbelastung 40 Mikrogramm. Wie erklären Sie denn dann den Unterschied zwischen 40 Mikrogramm draußen und 60 Mikrogramm in Wohnungen? Die Menschen sind den größten Teil ihres Lebens in Innenräumen. Und da gilt ein Grenzwert von 60 Mikrogramm, wie zum Beispiel in Kindergärten, in Krankenhäusern. Da ist doch die Dauerbelastung, während Sie an der Kreuzung, wo 40 Mikrogramm gelten, nur wenige Minuten am Tag sind. Können Sie das mal erklären, wenn Sie ständig von Spitzen reden und von Dauerbelastung? Die Dauerbelastung findet doch in Innenräumen ganz genauso statt, dort, wo die Menschen wohnen, leben und arbeiten. Also ein Grenzwert im Wohnbereich fürs Wohnen selbst ist mir gar nicht bekannt. Wenn Sie öffentliche Räume meinen und Arbeitsplätze meinen, dann haben wir genau den Punkt, dass wir dort eine andere Gruppe haben, während wir im öffentlichen Raum die Gesamtbevölkerung von den Kleinkindern bis zu den alten Menschen, von Asthmatikanfällen bis zu Gesunden haben, und dass es sich dabei um eine Vorsorgemaßnahme handelt. So. Zurück zu dem zentralen Punkt. In den Punkten 2 und 3 gehen Sie auf die öffentliche Kritik von 100 Lungenärzten ein. Jetzt will ich natürlich niemandem seine Meinungsfreiheit beschneiden, auch nicht 100 Lungenärzten, aber ein Beitrag zur Diskussion über die Validität verlangt eine inhaltliche Auseinandersetzung und keine Meinungsäußerung. Und da hakt es an der Stelle. Noch einmal, nichts dagegen, dass wir diese Grenzwerte kritisch untersuchen, aber wenn Sie sagen, erstmals und überhaupt, dann kann ich nur sagen, im Jahr 2019 wird die EU diese Grenzwerte diskutieren und nochmal im Lichte der aktuellen vorliegenden Studien untersuchen. Und die Bundesregierung hat die Leopoldina beauftragt, das mal für Deutschland auch zu machen. Wir sind uns aber im Klaren darüber, dass das eine Frage der Europäischen Union ist, schlicht und einfach. Und dann wird es ganz hart in Ihren Anträgen. Sie verstehen sich doch als Partei, die Recht und Gesetz gerne durchsetzen möchte. Was Sie aber in den Punkten ab 4 schreiben, ist Rechtsbruch, Rechtsbruch, Rechtsbruch und nochmal Rechtsbruch. Sie können doch nicht hingehen und sagen, weil ich anderer Meinung bin, halte ich das gesetzlich festgesetzte Maß nicht ein. Das geht doch nicht. Dann können Sie nur dafür sorgen, dass sich das ändert. Das können Sie ja politisch machen. Aber diese Werte gelten, und wir befassen uns im Deutschen Bundestag mit der Frage, mit welchen Maßnahmen wir diese Grenzwerte erreichen. Solange sie gelten, gelten sie, schlicht und einfach. Und dann kommt es für uns allerdings darauf an, dass wir die Maßnahmen, die wir dafür ergreifen, in ein Verhältnis setzen zu der Gefährdung und zu der Belastung der Einzelnen im gesundheitlichen Bereich. Und genau das tun wir mit unserem Bundesemissionsschutzgesetz Änderung, das wir demnächst dann in zweiter, dritter Lesung behandeln werden. Denn das ist das Ziel, dass wir hier die Verhältnismäßigkeit genau abwägen. Darüber kann man dann streiten. Wir sind ja da politisch auch sicherlich nicht einer Meinung. Aber das ist der Weg, den wir gehen. Und wenn Sie jetzt hingehen und sagen, diese Maßnahmen machen wir alle, dann kann ich nur sagen, das ist ein fahrender Zug, auf den Sie aufspringen. Und wenn Sie auf einen fahrenden Zug aufspringen wollen, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht verstolpern. Und das, was Sie hier vorgelegt haben, ist eine totale Bruchlandung von dem, was man zu diesem Thema sagen kann. Heute wurden in Düsseldorf und in Köln neue Luftreinhaltepläne vorgelegt. Diese Luftreinhaltepläne verzichten auf Fahrverbote. Sie können das nur deswegen, weil Sie darlegen, dass mit den ergriffenen Maßnahmen und den Möglichkeiten, die wir haben, die Grenzwerte in absehbarer Zeit erreicht werden können. Und das habe ich letzte Woche schon mal gesagt. Das sage ich auch jetzt noch einmal wieder. Das wird uns auch gelingen. Und damit werden wir die Möglichkeit haben, die Belastung durch Fahrverbote weitestgehend zu vermeiden und mit anderen Maßnahmen unser Ziel zu erreichen. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir auch machen. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag natürlich selbstverständlich ab. Carsten Möhring war das für die CDU-CSU-Fraktion. Die Grenzwerte sind die Sache der Europäischen Union. Und heute wird ein Sprecher der EU-Kommission in der Presse zitiert, der auch noch mal bestätigt, die EU-Kommission überprüft die Vorschriften zu Grenzwerten für Stickoxid und andere Luftschadstoffe.
und wird in einem Eignungstest bewertet, auf Relevanz und Effizienz untersucht im Moment. Judith Skudelny jetzt für die FDP. Ein wissenschaftlich festgesetzter Wert, wo sich Experten über das Risiko eines einzelnen Stoffes Gedanken gemacht haben. Sie haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, kann man den Richtwert einhalten. Sie haben sich nicht Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir Regelungen einsetzen, um ihn einzuhalten. Der damals beteiligte Professor Wichmann hat gesagt, die sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Einhaltung dieses Richtwerts wurden schlicht nicht berücksichtigt. Und deswegen hängen an Richtwerten auch keine rechtlichen Konsequenzen. Es ist Aufgabe der Politik, aus Richtwerten Grenzwerte zu machen. Und es ist Aufgabe der Politiker, abzuwägen, unter welchen Bedingungen und wie diese Richtwerte, die Wunschvorstellung der Wissenschaft, in das wirkliche, in das echte Leben der Menschen, der Städte und Kommunen eingegliedert werden können. Da finden Abwägungsentscheidungen statt. Und am Ende dieser Abwägungsentscheidung entsteht ein Grenzwert, an den wiederum rechtliche Konsequenzen gebunden sind. Insofern ist es natürlich immer ein Stück Willkür, Entscheidungsfreiheit, in welcher Höhe entstehen denn diese Grenzwerte. Und jetzt haben wir einen Grenzwert schon seit mehreren Jahren und wir sehen, welche Auswirkungen er hat. Wir sehen, dass die Menschen kalt enteignet werden, ihr Fahrzeug nicht mehr nutzen können. Und selbst wenn sie heute ein Neufahrzeug zulassen, kann selbst nach der Gesetzesänderung, die jetzt auf dem Weg ist, der Bundesregierung, keine Mobilitätsgarantie für Euro 6 Fahrzeuge gegeben werden. Das ist ein Zustand, der für einen Automobilstandort wie Deutschland nicht haltbar ist. Und es werden auch keine Stickoxide, keine Emissionen durch Fahrverbote in irgendeiner Form eingespart. Wir sehen doch, dass der Verkehr nur verdrängt wird, und zwar von den Hauptstraßen in die Nebenstraßen, von den Autobahnen in die Ortschaften. Es wird auch kein CO2 gespart. Die Menschen müssen länger fahren, weitere Strecken hinter sich bringen. Wir lassen mehr Benziner zu. Wir erhöhen tatsächlich unterm Strich die schädlichen Umwelteinwirkungen, und das hilft weder der Umwelt noch den Menschen oder deren Gesundheit. Und das Ganze für was eigentlich? Unter den Top 10 Risiken der kardiovaskulären Erkrankungen, der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Wesentlichen zum Tode am Ende führen, unter den Top 10 Risiken sind Rauchen, falsche Ernährung und zu wenig Sport. Tatsächlich kommt das NOx erst auf Rang 9, weit abgeschlagen, hinten dran. Und ich möchte es auch mit den Worten des grünen Oberbürgermeister Palmers sagen. Anstatt Fahrverbote zu machen, wenn man wirklich etwas tun wollte, sollten wir einfach mal Cola verbieten. Aber das trauen Sie sicher nicht. Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal. Die Luft ist so sauber wie noch nie. Die Menschen verstehen daher nicht, warum mit fraglichen Grenzwerten aufgrund von falschen Messungen sie kalt enteignet werden. Und um die Menschen zu schützen, die sich vertraut haben darin, dass ihr zu Recht zugelassenes, ehrlich erworbenes Fahrzeug weiter benutzen dürfen, um diese Menschen zu schützen, müssen wir auch die Grenzwerte, die politischen Grenzwerte, wieder auf den Prüfstand stellen und schauen, dass wir zu vernünftigen, sozial angepassten und vor allem nachhaltigen Werten kommen, die die Menschen auf dem Weg des Umweltschutzes mitnehmen. Danke, Frau Skudelny. Für die FDP-Fraktion war das Judith Skudelny. Jetzt hören wir für die Bundesregierung den parlamentarischen Staatssekretär aus dem Umweltministerium, Florian Pronold. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Debatte scheint unabhängig von den Grenzwerten zu Schnappatmungen zu führen. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man von der Propaganda, wie wir sie gerade gehört haben, wegkommt und mal zu den Fakten kommt. Und liebe Frau Skudelny, ich finde das schon ein starkes Stück. Im Ausschuss gehen Sie her und bezweifeln die Wissenschaftlichkeit von den Untersuchungen, was die Schädlichkeit angeht von NOx oder Feinstaubbelastungen für die Gesundheit, mit einer einfachen These, nämlich dass ja die ärmeren Leute an den stark belasteten Straßen wohnen und die rauchen mehr und deswegen sind sie kränker und deswegen kann man doch nicht davon ausgehen, dass die NOx-Belastung durch die Fahrzeuge die Leute wirklich krank macht. Das spottet jeglicher Beschreibung im Übrigen. Und jetzt gehen Sie her und behaupten, es sind die falschen Messungen gemacht worden. Wir haben
haben in Nordrhein-Westfalen alle Messstellen untersucht, ob sie den Vorgaben entsprechen. Und sie entsprechen alle den Vorgaben. Eine ist wegen einer Baustelle einmal kurzfristig versetzt worden. Die entspricht nicht den Vorgaben. Jetzt gehen wir her und werden alle Messstellen überprüfen. Das habe ich hier in einer der letzten Sitzungen angekündigt. Das wird unabhängig gemacht vom TÜV. Und dann haben wir da Klarheit. Aber das interessiert Sie gar nicht, ob die Messstellen richtig aufgestellt sind oder nicht, weil jetzt gibt es die nächste Debatte, nämlich, dass die Wissenschaftlichkeit bei der Festsetzung der Grenzwerte nicht erfüllt ist. Und da werden Kraut mit Rüben verglichen und da wird übrigens die Anhörung, die wir sehr qualifiziert im Umweltausschuss gemacht haben, völlig ignoriert. So, und Wissenschaftlichkeit heißt erst einmal, dass man mit Fakten gegeneinander argumentiert und dass man Dinge mit Studien belegt. Und es gibt keine der tausenden Studien, die zu dem Ergebnis kommt, dass NOx oder Feinstaub keine Erhöhung des Risikos bedeutet für die Gesundheit. Und es gibt nirgends einen Hinweis darauf, dass es hier keinen Wirkungszusammenhang gibt. So, und selbstverständlich kann man über Grenzwerte, weil sie zum Schluss eine Entscheidung sind, auf Basis der Politik, aber auf Basis von wissenschaftlichen Voruntersuchungen kann es zu unterschiedlichen Grenzwerten kommen, aus unterschiedlichen Überlegungen. Und zum Beispiel ist in den USA zwar der Grenzwert für NOx höher, aber die Feinstaubgrenzwerte sind viel niedriger als bei uns. Wollen Sie die auch übernehmen, wenn Sie sagen, ah, da wäre es jetzt aber schön, wenn wir uns mal an der USA orientieren. Also man kann sich nicht immer nur das raussuchen, was einem passt, sondern man muss schon entsprechend hier auch bei den Fakten bleiben. Und mein Eindruck ist auch, dass da einige unterwegs sind, die nun versuchen, die tatsächliche Verursachung hier ein bisschen hinten anstehen zu lassen. Das, was wir brauchen, ist, dass die Automobilindustrie endlich dafür zahlt, dass nachgerüstet wird. Das ist der wirksamste Schutz für die Menschen, die von diesen Sachen betroffen sind. Und deswegen auch zum Abschluss eine kleine Bemerkung auch in Richtung des Bundesverkehrsministeriums. Bei der Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes geht es nicht um die Veränderung des Grenzwertes. Der Grenzwert beträgt natürlich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wir verändern keinen Grenzwert. Das ist nicht meine Aussage, das ist nicht die Aussage meiner Umweltministerin. Das ist die Aussage der Bundeskanzlerin am 18.12.2018 hier an dieser Ort und Stelle. Vielen Dank, Florian Pronoth. Nächster Redner in der lebendigen Debatte, Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist überwiegend Herr Lenkert dran. Bei Fahrverboten hört der Spaß auf. Und jetzt vergessen Sie mal die Aussagen von dieser Seite da drüben und gehen Sie mal auf Ihr eigenes Gefühl ein. Die meisten Autofahrer vergessen, wie sie sich fühlen, wenn vor ihnen der alte Diesel im Stau steht und sie schlecht atmen können und dann auf Umluft schalten. Es ist eine ganz klare Tatsache. Das ist ein Durchschnittswert. Erinnern Sie sich an den Spruch, der Teich war im Durchschnitt einen Meter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen. Und es ist ein Mischwert. Verschiedene Schadstoffe zusammen, Feinstaub und Stickoxide, wirken wesentlich stärker als einer alleine. Und statt sich darum zu kümmern, nur NOx zu untersuchen, müssten Sie die Mischung untersuchen. Das habe ich Ihnen hier schon mehrfach gesagt. Sie lernen es nicht, Sie werden es nicht lernen. Und jetzt möchte ich mal dazu kommen, wie das denn ist. Und dann gibt es diese schrägen Vergleiche. Und wir alle wissen, dass Rauchen Kinder schädigt. Das wissen wir alle. Und dann kommt dieser schräge Vergleich in Anbetracht von Fahrverboten, wo gesagt wird, Zigaretten schaden nicht mehr als Dieselabgase. Oder umgekehrt. Ja, da frage ich Sie, was soll denn das? Nur weil der eine vielleicht weniger schädigt als den anderen, sollen wir unsere Kinder krank werden machen? Und ich bin Asthmatiker. Und ich kann Ihnen sagen, wenn der Adventskranz bei mir zu Hause eine halbe Stunde brennt, blase ich die Kerzen aus und mache das Fenster auf. Raucherzimmer umgehe ich. Da können Sie lachen. Seien Sie froh, dass Sie die Krankheit nicht haben. Ich kann ein Raucherzimmer umgehen. Ich kann die Kerzen ausschalten. Aber ich kann nicht die Luft anhalten, wenn ich an der Kreuzung stehe. Das ist mir schlicht unmöglich. Und sorry, alle Älteren, alle Kinder, alle Kranken, denen es ähnlich geht, denen geht es genauso. Und die haben ein Recht auf saubere Luft. Und jetzt komme ich mal zum eigentlichen Verursacher der Probleme.
Seit 3 Jahren ist der skandalöse Betrug von VW, Audi, BMW und Daimler bekannt. Seit 3 Jahren. In den USA ist es diesen Konzernen möglich, PKWs anzubieten, die die Emissionen einhalten, die Grenzwerte. Und jetzt möchte ich mal die Grenzwerte am Auspuff benennen, meine lieben Damen und Herren. In Europa bei Euro 6 gilt am Auspuff ein Grenzwert von 80 Gramm NOx auf den Kilometer. In den USA gilt ein Grenzwert von 43 Gramm pro Kilometer im Flottendurchschnitt. Das ist deutlich wenig. Und Überraschung, die deutschen Autokonzerne können, nachdem sie 14 Milliarden Euro Strafe zahlen mussten, nach dem Zwang zur Rücknahme oder der Drohung, ohne Nachrüstung keine Autos verkaufen mehr zu dürfen, plötzlich ihre Flotten mit diesem Grenzwert ausstatten. Sie schaffen es. Würden wir in Deutschland die Fahrzeuge nach amerikanischen Zuständen zulassen, dann hätten wir hier keine Fahrverbote, dann wären die schlicht überflüssig. Und dann frage ich mich, wieso in Deutschland denn die Autofahrerinnen und Autofahrer herangezogen werden und die Steuerzahler für die Nachrüstung und nicht die Konzerne, die 55 Milliarden Euro Gewinn in den letzten 2 Jahren hatten. Da können Sie doch die 10 Milliarden für die Nachrüstung locker bezahlen. Und jetzt möchte ich mal zu diesen 112 Ärzten kommen. Frontal 21 hat mal untersucht, von diesen 112 Ärzten, dann sind es eben 108, es sind trotzdem nur 3% der 4000 Lungenärzte, hat sich fast keiner mit NOx-Studien befasst. Sie fordern hier Wissenschaftlichkeit für Studien ein. Der in Ihrem Antrag zitierte Professor Köhler hat nicht eine wissenschaftlich überprüfte Studie zu NOx veröffentlicht. Nicht eine. Das ist keine wissenschaftliche Praxis. Das ist einfach Betrug. Und wer so einen Kronzeugen heranruft, um auf Wissenschaftlichkeit zu pochen, dem kann ich nur eins sagen, er ist wissenschaftsfrei. Und wir als Linke, wir fordern die Nachrüstung der PKWs zulasten der Autokonzerne. Dann werden die Fahrverbote vermieden, dann wird unsere Gesundheit geschützt. Das ist auf jeden Fall ein besserer Weg, als sich zum Büttel der Konzernprofite zu machen, so wie es die rechte Seite dieses Saales tut. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf Lenkert. Nächste Rednerin, Dr. Bettina Hoffmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist jetzt das 5. Mal, dass wir hintereinander über den Stickoxid-Grenzwert hier diskutieren. Wir erleben hier nur Angriffe auf das Vorsorgeprinzip und auf den Gesundheitsschutz. Sie halten NOx für ungefährlich, dann untermauern Sie das doch mal bitte mit wissenschaftlichen. Darum geht es ja gar nicht, es geht um den Wirkstoff. Doch genau das können Sie nämlich nicht. Die Studienlage ist ganz eindeutig, NO2 ist gesundheitsschädlich, sogar in Spuren. Auswirkungen von Stickoxiden auf die Gesundheit sind schon unter dem jetzigen Grenzwert nachweisbar. Und ganz besonders, die gibt es reichlich. Besonders kritisch ist der Cocktail aus Feinstoff, Stickoxiden und anderen Luftschadstoffen. Und um es mal klar zu sagen, dieser Grenzwert war vor 20 Jahren angemessen, als er von der damaligen CDU-Umweltministerin Frau Merkel mit ausgehandelt wurde. Der Grenzwert war vor 10 Jahren immer noch angemessen, als er mit breiter Zustimmung des EU-Parlaments erneut bestätigt wurde, auch mit den Stimmen der FDP. Und der Grenzwert ist auch heute noch ganz sicher nicht zu niedrig. Und er wird kontinuierlich überprüft und gerade jetzt von der WHO, und da können Sie sich darauf einstellen, möglicherweise ist er noch zu hoch. Und es ist absurd, dass wir über die Aussetzung und Erhöhung des NO2-Grenzwerts diskutieren, nur weil 100 Lungenärzte diesen Grenzwert plötzlich nicht mehr nachvollziehen können. Kein einziger Wissenschaftler, der zu dieser Fragestellung geforscht hat, gehört dazu. Selbst unter den Ärzten ist diese Gruppe eine absolute Minderheit. Die überwältigende Mehrheit fordert saubere Luft in unseren Städten. Und gerade diese Woche haben Kinderlungenärzte noch mal explizit auf die Gefahren von Luftschadstoffen für besonders gefährdete Personen hingewiesen. Kinder, Schwangere, Asthmatiker. Für diese empfindlichen Menschen machen wir diese Grenzwerte. Und es geht hier darum, ein Recht auf saubere Luft zu haben, überall und zu jeder Zeit. Und um körperliche Unversehrtheit. Und der eigentliche Skandal, das macht mir auch wirklich was aus, ist aus meiner Sicht das Rechtsverständnis, das Herr Scheuer zusammen mit FDP und sogar AfD hier an den Tag legt.
Sie machen Stimmung gegen Gerichtsurteile. Sie verunglimpfen diejenigen, die die Einhaltung von Recht einklagen. Und Sie tun so, als würden Sie Fahrverbote per Gesetz überhaupt verhindern können. Damit führen Sie die Dieselfahrer in die Irre. Der EuGH und das Bundesverwaltungsgericht sagen klipp und klar, Ende 2019 müssen diese Grenzwerte eingehalten sein. Und mit diesem ganzen Grenzwerttheater, was Sie hier veranstalten, soll doch einfach nur davon abgelenkt werden, dass seit fast 10 Jahren die Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. Kein Verkehrsminister aus dieser Zeit, übrigens alle von der CSU, hat das in den Griff bekommen. Die gesetzlichen Vorgaben zu füllen, das ist Aufgabe der Regierung. Ihre Aufgabe ist es nicht, die Schutzwerte für unsere Gesundheit zu schleifen. Ihre Aufgabe ist es, die Luft gesund zu machen, sauber zu machen, für alle. Setzen Sie Ihre Kraft doch dafür ein. Wir brauchen jetzt verpflichtende Hardware-Nachrüstung. Wir haben es von Herrn Pronat eben gehört, und zwar auf Kosten der Hersteller. Wir brauchen die blaue Plakette. Das sorgt für saubere Luft und verhindert Fahrverbote. Diese Scheindebatten hier über Grenzwerte helfen jedenfalls kein Stück weiter. Vielen Dank, Bettina Hoffmann. Nächster Redner Dr. Christoph Ploß für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Verbot von Coca-Cola würde 4000-fach mehr Leben retten als Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Liebe Kollegen von den Grünen, das ist keine Erfindung von mir, dieser Satz, oder irgendeine Quelle, sondern, liebe Kollegen von den Grünen, dieses ist ein Zitat vom grünen Spitzenpolitiker Boris Palmer, was er in dieser Woche in einem Gastbeitrag in der Welt dargelegt hat. Und es zeigt, dass sich die ganze Debatte rund ums Thema Diesel, Stickoxidwerte, Fahrverbote wegbewegt von Ideologie und hin zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und zu objektiven Kriterien. Und deswegen muss ich sagen, bin ich Herrn Palmer und Spitzenkollegen der Grünen auch froh, dass Sie diese Debatte mit anstoßen. Denn die auf den Stickoxid-Grenzwerten drohenden oder teilweise sogar schon bestehenden Fahrverbote, die haben doch bisher eins gezeigt, sie sind eine Schikane für die Bürger. Sie schränken die Mobilität von Handwerkern, von Pendlern, von vielen Autofahrern ein, aber sie haben letztlich auf die Umwelt überhaupt keinen positiven Einfluss gehabt. In meiner Heimatstadt Hamburg, wo ja Fahrverbote schon vom rot-grünen Senat einberufen worden sind, da haben sich sogar die Zahl der Stickoxidwerte erhöht und überhaupt nicht verbessert. Und deswegen ist das der falsche Ansatz. Aber, meine Damen und Herren, auch das muss man hier noch mal klarstellen. Denn man bekommt ja bei der Debatte hier den Eindruck, als ob die Luftqualität sich in Deutschland seit Jahren immer weiter verschlechtern würde. Auch hier ist das Gegenteil der Fall, denn sie wird seit Jahren immer besser. Alleine seit dem Jahr 1990 haben sich die Werte um mehr als 60% verbessert. Und auch das Umweltbundesamt, was ja in dieser Woche neue Zahlen präsentiert hat, hat gezeigt, die Luftqualität hat sich auch im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder in Deutschland verbessert. Und auch das sind doch Fakten, die Sie von den Grünen hier mal zur Kenntnis nehmen sollten. Und meine Damen und Herren, mittlerweile, auch das haben ja mein Kollege Möhring von der CDU-CSU eben schon gesagt, gibt es nun mal auch einige Ärzte und Wissenschaftler, die sagen, man müsste über die Grenzwerte diskutieren. Wir wissen, es gibt auch andere Meinungen, auch das wissen wir. Aber was uns wichtig ist, ist, dass es hingeht zur wissenschaftlichen Untersuchung und eben weg von Ideologie und die Wissenschaftler am Ende das Wort haben. Und deswegen begrüße ich auch, dass der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer genau darum bittet und einen Brief an die Kommission geschrieben hat. Denn das ist der Weg, den ein Großteil der Bürger in unserem Land beschreiten möchte. Und meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch notwendig, das Bundesemissionsschutzgesetz zu ändern, denn dann könnten viele Fahrverbote, die, wie eben dargestellt, keinen Einfluss aufs Klima und auf die Luftqualität haben, wieder abgeschafft werden. Das würde aber umgekehrt die Mobilität in unserem Land deutlich erhöhen. Und deswegen, ich muss ihn einfach noch mal zitieren, kann ich nur unterstreichen, was Boris Palmer
in dieser Woche auch noch gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, die Grenzwerte für einige Jahre etwas anzuheben, um Fahrverbote auf absolute Ausnahmen zu beschränken, wäre vertretbar. Und da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass sich der Einfluss der baden-württembergischen Grünen und von Boris Palmer auf die ganzen Grünen in Deutschland ausbreitet. Für uns ist klar, dass das nicht durch Verbote, durch staatliche Gängelung oder staatliche Bevormundung wir die Luftqualität bessern, sondern indem wir in Innovation, in Hightech und in Forschung investieren, so wie wir das auch schon in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das wird der Weg sein, aber bitte keine grüne Ideologie. Und meine Damen und Herren, am Ende brauchen wir doch dann einen Dreiklang. Wir brauchen einmal Investitionen in Elektromobilität. Und da muss ich auch noch mal das von Ihnen gescholtene Bundesverkehrsministerium in Schutz nehmen. Die investieren in den vergangenen Jahren massiv. Wir erhöhen die Zahl der Ladepunkte, wollen am Ende der Legislaturperiode bei 100.000 Ladepunkten in Deutschland sein. Wir wollen die Zahl der Wasserstofftankstellen verdoppeln. Wir wollen im Übrigen auch synthetische Kraftstoffe politisch unterstützen, weil wir die auch brauchen, wenn wir über Klimaschutz reden und über eine Verbesserung der Mobilität mit Blick aufs Klima. Und was wir natürlich auch brauchen, das sind Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Darüber haben Sie hier in der Debatte kein Wort verloren. Auch das hat doch mit Luftqualität zu tun. Und deswegen wollen wir als CDU, CSU zusammen mit der SPD in der Koalition in dieser Legislaturperiode die Zahl der Mittel für den öffentlichen Nahverkehr verdreifachen, von 333 Millionen auf 1 Milliarde. Davon werden viele Großstädte profitieren, ob es die nordmainische S-Bahn von Frankfurt bis Hanau ist, ob es die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München ist oder ob es in Hamburg die neue S-Bahn-Linie S4 ist oder die U5. Das sind doch die richtigen Ansätze, aber doch bitte keine Fahrverbote und keine grüne Ideologie. Und Damen und Herren, was wir natürlich auch brauchen, das ist eine zunehmende Digitalisierung des Verkehrs, denn auch damit kann man die Luftqualität in Deutschland verbessern. Intelligente Verkehrsleitsysteme, die haben oft einen viel größeren Effekt auf die Umwelt und Sicherheit als zum Beispiel auch jedes Tempolimit, was Sie hier fordern. Und deswegen werbe ich hier am Schluss noch mal für einen Dreiklang: Investitionen in neue Antriebstechnologien, Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und auch Radverkehr und Investitionen in die Digitalisierung des Verkehrs. So werden wir schaffen, die Luftqualität in Deutschland noch weiter zu verbessern. Herzlichen Dank. Christoph Ploss war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er hat die aktuellen neuen Werte des Umweltbundesamtes angesprochen. Gestern hat das Umweltbundesamt mitgeteilt, die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid gehe in vielen Städten zurück. Sie überschreite aber nach wie vor häufig den Grenzwert. Und die Präsidentin hat gewarnt, das gefährde die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Im vergangenen Jahr wurden in mindestens 35 Städten wurde der vorgeschriebene Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter gerissen, so die Präsidentin des Bundesumweltamtes gestern. Mario Miroch jetzt hier in der Debatte, fraktionsloser Abgeordneter. Was sie damals sagte, wir haben gar keine valide Datenbasis, auf der wir eine solche Aussage gesichert treffen können. Und nach fortwährender Intervention seitens der Europäischen Union hat sich die WHO dann letzten Endes hinreißen lassen, diese Metastudie zu erstellen mit dem geschätzten Wert, um den es heute ja quasi täglich geht. Der Mediziner und Umweltbiologe Sebastian Kekulé hat sich dann mit dieser Metastudie befasst und kam zu dem gleichen Ergebnis wie das, was ich unlängst schon mal gesagt habe. Man legte Äpfel neben Birnen, um die Frage zu beantworten, ob eine Banane gelb ist. Wir können gerne das Feinstaubthema aufgreifen. In Berlin kommen mittlerweile nur noch 4% des vorhandenen Feinstaubes aus den Auspuffemissionen. Und selbst Stuttgart hat mittlerweile überhaupt gar kein Feinstaubproblem mehr. Da können Sie die Wissenschaftler des Karlsruher KIT befragen, die das zurzeit sehr flächendeckend monitoren. Dann haben wir das Thema Nachrüstung. Vor 2 Wochen habe ich das kurz angerissen, Frontal 21 und den Beitrag, den man dort gebracht hat, und habe das als manipulativ bezeichnet. Wer das nicht verstanden hat, dem empfehle ich bei Google einfach mal Miroch und BMW einzugeben. Dann gibt es 9 Minuten Video, danach sind Sie schlauer. Das ZDF hat mittlerweile eingeräumt auf Nachfrage schriftlich, dass die im Beitrag gezeigten Fahrzeuge, nämlich aus den USA und aus Deutschland, technisch eben nicht identisch sind. Man wollte nur zeigen, dass der Bauraum vorhanden ist. Und man hat ebenfalls eingeräumt, dass man in diesem Beitrag eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die zum Umbau erforderlich sind, einfach weggelassen hat. Vielen Dank.
Dankeschön. Und die letzte Rednerin in der Debatte ist Uli Nissen für die SPD-Fraktion. Und sie sitzt für die SPD im Umweltausschuss des Bundestages. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der AfD-Antrag fordert Vorfahrt für wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse bei der AfD? Spiegel Online hat die Auswahl des AfD-Experten zur Anhörung zur Gefährlichkeit von Autoabgasen getitelt mit AfD lädt Affentest Professor in den Bundestag. Letztes Jahr wurde bekannt, dass Herr Greim an den aus meiner Sicht höchst verwerflichen Dieselabgastests an Affen beteiligt war. Einen ähnlich unseriösen Eindruck hatte ich am Mittwoch von ihm bei der Anhörung. Hätte mich nicht gewundert, wenn aus stark belasteten Städten Luftkurorte hätte machen wollen. Internationale renommierte Forscher machen dagegen deutlich, dass Luftschadstoffe die Risiken Krebs, Herzerkrankung und Demenz bekommen, deutlich verschärfen. Sie nennen Luftverschmutzung stille Epidemie. Gute Luftqualität wird auch in den SDGs gefordert, auf die wir uns gemäß UN-Resolution von 2015 verpflichtet haben. In 3 von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung ist dies ein Thema. 2 führe ich aus. Ziel 3 will ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Unter Ziel 3.9 fordert bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung, Verunreinigung von Luft und Boden erheblich verringern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ziel 11, Städte und Siedlungen inklusiv sicher und widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Unterziel 11.6 präzisiert, bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung. Für die SPD ist die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ein sehr wichtiges Thema. Deshalb wollen wir die Luftqualität deutlich verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört natürlich auch die technische Nachrüstung der Fahrzeuge. Leider habe ich das sehr böse Gefühl, dass dies der CSU-Verkehrsminister Scheuer nicht will. Erst wird im Anschreiben des Kraftfahrtbundesamts an die betroffenen Bürger nur auf Umtauschprämie mit Kontaktdaten von BMW, Daimler und VW hingewiesen und eben nicht auf die Möglichkeit der technischen Nachrüstung. Was mich zutiefst empört, jetzt sind die Bedingungen für die technischen Nachrüstung bekannt. Die sind schärfer als für Neufahrzeuge. Herr Minister Scheuer, leider hat sich dadurch mein Verdacht verschärft, dass Sie nur an einem Neuverkauf für Förderprogramm für die Autohersteller interessiert sind. Wir von der SPD wollen eine gute Lösung für die technische Nachrüstung, die natürlich von den Herstellern bezahlt wird. Wir sind auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, die sich kein neues Fahrzeug kaufen können und viele, die es auch nicht können. Ich persönlich bin für Tempo 130 auf Autobahnen, bedeutet Reduzierung der Schadstoffe, geringeren Spritverbrauch und natürlich auch ein viel entspannteres Fahren. Ich selber versuche, viel zur Reduzierung von Schadstoffen auch beim Lärm beizutragen. Seit fast 10 Jahren bin ich in meinem Frankfurter Wahlkreis Elektromobil unterwegs. In Berlin erledige ich fast alles mit dem Fahrrad. Gestern Abend durfte ich Lukas Schlapp aus Frankfurt kennenlernen. Er war einer von 2 Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung. Er hat mir für heute eins für die Debatte mitgegeben. Er sagt, während hunderte junge Menschen in ganz Deutschland für effektiven Klimaschutz auf den Straßen demonstrieren, zweifelt die AfD den gesundheitlichen Schaden von Stickoxiden an. Ein Sinnbild, was passiert, wenn man nur alten, weißen und enttäuschten Männern die Politik überlässt. Ja, lieber Lukas, das sehe ich genauso. Natürlich werden wir den Autolobbyisten-Antrag der AfD ablehnen. Ich bedanke mich bei meinem Frankfurter Schülerpraktikanten. Er sitzt gerade auf der Tribüne. Lieber Henry Hamacher, du hast mich bei der Recherche zum Antrag super unterstützt. Ich danke dir und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Uli Nissen. Uli Nissen war das für die SPD-Fraktion mit Wahlkreis in Frankfurt. Man hat es gehört. Und jetzt schließt Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, hier die Aussprache. Wie gesagt, das war ja die letzte Rede zu diesem Tagesordnungspunkt. Und der AfD-Antrag, der hier debattiert wird, der geht jetzt in den Umweltausschuss und in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.